Willkommen zu unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir sind passenderweise in Las Vegas. Ja, auch wenn es noch ein bisschen dauert bis zum Grand Prix der echten Formel 1, freue ich mich dennoch, denn Vegas ist wirklich immer eine gute Strecke. Gerade für Audi. Wir sind in unserer zweiten Season und sind ganz gut mit dem WM-Kampf noch dabei. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir haben wieder einen Eiffelturm, die ist 4,6,1 Kilometer, 17 Kurven. Und schöne zwei DRS-Zones, das Schwein, das ja verkehrt rum auf dem Rücken liegt, gefühlt. So schaut die Strecke aus und ja, sie ist halt auch schweineschnell oder scheißschnell auf Deutsch gesagt. Wir gehen mal rein mit einer, ja, streckenrunden Löschung, aber das ist ehrlich gesagt nicht so wichtig, denn jetzt kommt ein finaler Run. Falls euch fragt, warum so früh, denn ich habe noch einen zweiten Run gemacht, der hat aber tatsächlich keine Verbesserung mehr gebracht. Deswegen gibt es jetzt hier den Run. Durch den ersten Sektor durch, TSC Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und KI-Stufe 99. Jetzt aber mal hier zurück zum Reingeschehen. Wir kommen hier verdammt schnell mit und bremsen hier ziemlich spät, kommen nah an die Mauer dran, aber sind dort nicht angeditscht. Wir haben natürlich auch den Schaden auf Standard, also wenn wir da irgendwo anschlagen, ist dann auch direkt der Frontflügel hin. Hier eben die S4-Kurve und das süße Smiley. Und da sind wir gut durchgekommen, bis er den Körb geschnitten hat, noch ein bisschen Zeit gebracht. Beim Rausbeschleunigen ist das Auto etwas unruhiger tatsächlich. Aber wir kommen hier all in all sehr, sehr gut raus und haben hier, glaube ich, sogar einen Towpartner. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte das ein Williams sein. Es ist Logan Sargeant tatsächlich, der uns hier, boah, sehr gewagter Exit hier, wirklich spät oder früh aufs Gas gegangen. Da ist wirklich ganz schwer mit dem Heck umzugehen. Jetzt sorgen wir uns da dran. Wir fahren mittlerweile 343 km/h. Vielen Dank, Logan. Das nehmen wir dankend an, das Geschenk. Jetzt nur nicht zu spät den Anker hier werfen. Wir kommen hier mit 353 km/h an und ja, schaffen es gerade noch so, die Kurve zu da rennen. Links, rechts und nochmal links. Und jetzt heißt es noch einmal Arschbacken zusammenkneifen. Die linke Full-Speed-Kurve iOS noch einmal ausquetschen. Und dann gucken wir mal, was die Position ausmacht. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Gasly, der Professor, Ricardo, Joe, Sargeant, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, Stroll, Verstappen, Fernando Alonso, Leclerc, Bottas, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Sainz, Daruvala, Norris, Russell und Esteban Ocon steht ganz hinten. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Es ist dann tatsächlich P4 geworden. Ich bin auch überrascht, dass der Williams so schnell war und sich so angestrengt hat, wenn er dann Grid Penalties kassieren, weiter hinten startet. Also das ist natürlich einmal mehr eine interessante Sache, aber gut, für uns P4 ist der Startplatz und ich weiß natürlich auch mit DRS und vor allem auch mit dem Windschatten ist unser Auto wirklich eine Rakete. Jetzt blicken wir hier noch einmal kurz auf die Strategie drauf. Ja, das Layout ist eindeutig sehr, sehr genial. Auch Pierre Gasly und Alpine generell in unserer Karriere hier abstrebend. Vielleicht auch ein Zeichen, wie es nächste Season weitergehen kann mit Hitech und vor allem auch Mercedes-Motoren. Wir gehen rein ins Rennen. Ein Stopper wird sein von Gelb auf Weiß und wir starten hier von P4 neben Pierre Gasly. Lights out und let's go. Der Start war okay. Pierre Gasly ist gut weggekommen. Pierres ist komplett gestanden und wir gehen hier mal neben beiden Richtung Turn 1 und übernehmen hier mal den zweiten Platz. Das ist schon mal sehr gut. Wir gehen hier mal ein bisschen behutsam rein und flutschen schon in das Sekundenfenster oder sind schon rausgeflogen. Hamilton jetzt schon weit, weit weg. Wir wissen aber auch, dass der Mercedes extrem langsam auf der Geraden ist, was uns dann natürlich einiges an Zeit wieder bringen könnte. Hier können wir Perez gerade noch so hinten halten, der das auch wirklich gut gemacht hat. Gerade auch aus Turn 1 richtig stark rausgekommen und der war dann ja 50.000stel hinter uns. Das ist ja wirklich gar nichts. Also der ist dann schon neben uns da gefahren. Hier der Exit auch wirklich wichtig und generell, das ERS ist unfassbar wichtig auf dieser Strecke. Jetzt aber zurück hier 1,4 Sekunden, das schaut jetzt nicht aus, als ob wir uns da früher wieder dran arbeiten oder schnell wieder dran arbeiten können. Der Exit hier starker, leichter Mauerberührer, aber jetzt dürfen wir das ERS auftreten. Guckt jetzt oben links auf den Abstand.
Es waren 1,7 Sekunden, wir gehen schon runter auf 1,6. Das geht noch mehr runter auf 1,5. Wir haben das ES wieder abgedreht, aber sind trotzdem verdammt schnell. 1,3, 1,2 und das Auto ist wirklich unfassbar schnell. Wir sind im DRS-Fenster und das nach nur dieser langen Geraden. Entweder ist der Audi unfassbar schnell oder dieser Mercedes ist der abgrundtief langsamste Haufen. Das dürft ihr gerne entscheiden, weil ich bin mir da wirklich unsicher, aber ich denke da schon, dass der Audi eine unfassbare Rakete ist. Hier geht es aus der letzten Kurve durch, Purple im letzten Sektor, wem wundert es? Also mich absolut nicht, das DRS is enabled und wir gehen hier in Turn 1 noch behutsam gegen Lewis vor und jetzt hier Körb gut schneiden beim Rausbeschleunigen, kommen wir an Lewis Hamilton hier wieder näher dran, 7 Zehntel sind es jetzt, wenn wir das halten können, wäre das auf der Geraden, glaube ich, ein gutes Pflaster, aber das heißt natürlich noch gar nichts, da kann jetzt natürlich auch geblufft haben, gerade in der Runde, wo es noch kein DRS gibt und jetzt unnormal schnell sein. Das bedeutet wirklich sehr, sehr wenig. Hier drüber ähnlich wie im Qualifying und ja, leichter beim Wenden, also von rechts auf links, ist dann so leicht das Auto gekommen. Wir blicken einmal hier auf die Start-Replay und Perez hat den Start einmal mehr komplett versemmelt. Also man sieht es auch, der ist gestanden. Meine Reaction war jetzt auch nicht absolut top, aber wir konnten hier uns wirklich gut vorbeiarbeiten. Ja, Mann, und Perez gibt ja den Gasly den fettesten Wheelbang auf aller Zeiten mit. Und hier sehen wir das Ganze. Da setzt er sich schon neben uns und will dann auch, aber auf der Geraden ist er dann etwas langsamer gewesen. Hamilton ist jetzt 7 Zehntel erneut vorne. Wir haben noch ein bisschen DRS offen. 1,6 ist Perez hinten. Wir haben von hinten jetzt mal wenig bis gar nichts zu befürchten. Und guckt euch mal an, wie wir hier drankommen. Einmal kurz das DRS gedrückt, das DRS off. Und wir saugen uns dran. Bei 348 km/h setzen wir uns hier neben Lewis Hamilton, gehen außen etwas weiter und übernehmen die Führung hier in Las Vegas. Und ich wusste halt auch wirklich, wenn wir auf einer Strecke punkten können, dann ist es tatsächlich Las Vegas. Max Verstappen erneut nicht unter den ersten Top 5, aber das ist sowieso Ohio, was hier passiert. Guan Yu Zhou auf der 4, Gasly auf der 5, also keine Ahnung, was hier los ist. Wenn das in der nächsten Season so weitergeht, gewinnt Williams wieder die ersten Rennen. Also jetzt wird es dann wirklich komplett absurd, was hier passiert. Aber Hamilton kann sich gut hier dran halten. Er kann da die Pace gut mithalten. Liegt natürlich auch daran, dass es hier DRS gibt. Und ich sollte mich echt schon langsam drauf einstellen mit ERS-Management. Also aktuell haben wir noch 40%, das sollte noch funktionieren für diese Runde. Aber dann müsste ich, glaube ich, wieder ein bisschen auf Recharge gehen. Gerade in diesem Sektor lässt sich das wirklich gut machen. Auf Mittel oder vielleicht sogar Ost, da kannst du viele Prozente gewinnen bei wenig Zeitverlust. Wir sind in der 5. Runde und Hamilton drückt ordentlich an. Guter Exit hier aus der Kurve raus, 30% DRS auf der Geraden. Wissen wir, bin ich deutlich schneller, aber bin ich auch deutlich schneller mit DRS-Hilfe? Das werden wir jetzt rausfinden müssen. Etwas eher ist verbrochen wir. Hamilton kann nicht kontern. Der hat das DRS offen, Leute, und wird, ist langsamer als wir ohne DRS. Ich drücke einmal aufs ES, guckt euch das an. Guckt euch das an, der hat 4 Zehntel verloren. Dieser Mercedes ist absolut gerickt. Ach du Scheiße, ist dieser Mercedes kacke. So Leute, oh nein, beim Einlenken hier ein Quersteher und Hamilton ist schon verdammt nah dran. Das könnte jetzt knapp werden mit Lewis, der schert hier links aus. Ich denke mir so, ich bleibe an der Innenseite, aber guckt euch den Überschuss an und ich kann jetzt auch hier nicht unbedingt draufhalten. Doch, das reicht, aber Hamilton beißt sich hier durch, kommt noch besser aus der Kurve und quetscht sich hier tatsächlich an uns vorbei. Minimale Berührung hier, da sprühen die Funken. Aber geht alles noch gut, kein kaputter Flügel und ich glaube, Diffuserschaden gibt es in Formel 24 nicht. Das ist schon mal beruhigend, aber natürlich wundere ich mich auch, wo der gerade die Pace da hernimmt. Natürlich war es eine Verkapselung von vielen dummen Fehlern, aber trotzdem muss man sagen, was für ein geiler Move hier von Hamilton. Aus der Kurve raus, wieder gut gekommen, 6 Zehntel, wir sind vorhin sogar mit, okay, jetzt sind 7. Wir sind vorher auch mit 7 vorbeigekommen, das könnte jetzt trotzdem reichen, guckt euch das an. Ich bräuchte nicht mal DRS und könnte viel schneller als Hamilton, das ist crazy. Und das dritte Mal, dass wir in diesen Rennen
dank Pace hier gegen Lewis uns verteidigen können. Wir blicken noch einmal hier auf die Start-Replay, genau, 6. Runde. Da war dieses bombastische Manöver von Hamilton, guckt euch das an. Also ich habe im Shuttle vorne, ich konnte auf der Innenseite aber durchziehen, habe ihn da innen aber auch genug Platz gelassen. Also man sieht, das war Dreck, der da geflogen ist. Aber dann quetscht er sich da innen durch und ich kann da auch wirklich kaum was machen. Er fährt dann mir vor das Auto und bremst dann natürlich, ja, in dieser, wie sagt man, Adrenalinsache, da musst du auch wirklich richtig spät in die Bremse steigen. Hier im Windschatten saugen wir uns dann wieder dran auf der Gegengraden und da hat halt er wirklich auch wenig Chance, guck dich das an. Also wir sind da verdammt schnell und der kürzt da die innere Schikane ab, kann da kaum was machen und hier sehen wir das Ganze noch einmal. Also eventuell früher bremsen oder war das gar meine Schuld, also wie seht ihr das? Natürlich hätte ich da mehr Platz lassen können, aber das kann man theoretisch immer. Warum hält er da drauf, wenn er eh schon ein ganzes Auto hinten ist? Das ist die wohl andere Frage. Jetzt aber mal zurück zum Renngeschehen. Hier 1,2 Sekunden ist er durch dieses dumme Manöver hier hin. So Leute, natürlich heißt es auch ein bisschen auf die Reifen achten. Was machen wir im zweiten Stint? Gehen wir auf den roten Reifen oder gar auf den weißen Reifen? Ich denke eher auf weiß. Heißt jetzt aber auch mal abwarten, wie lange dieser Reifen hier noch durchhält. Leichte Mantelberührung. Und ja, Lewis ist aktuell mal 1,2 Sekunden hinten und ihr seht es auch hier, ich probiere es hier wirklich mit kein ERS in diesem Mittelsektor. Da kannst du so viel Zeit gut machen, eben weil es auch langsam ist und viel bremsen. Und sobald ich aus der Kurve draußen bin, gehen wir wieder auf Hotlap. Ende Runde Nummer 8, ich gehe rein und entscheide mich dann für einen früheren Stop und gehe auf den weißen Reifen. Hamilton kommt ebenfalls rein, kommt auch Gasly oder Ricciardo. Ricciardo jetzt auf einmal auf den Top 4, aber da waren schon noch einige hinten an der Box, weil das wäre dann mir schon ein bisschen zu high. Pierre Gasly probiert es noch ein bisschen draußen zu bleiben, Ricciardo auch, Perez auch und Joe auch. Boxenstopp 2,3 Sekunden, saustark, also kann man kaum meckern. Das ist wirklich eine sehr, sehr stronge Leistung. Teamkollege ist hinten und auch Lewis, der hat wieder, derzeit gewonnen beim Pitstop tatsächlich, ist nur noch 6 Zehntel hinten, nur noch 7 Zehntel hinten. Jetzt sind wir auch wieder in geordneter Reihenfolge in Runde 9 und die ersten sind, oder die nächsten sind an der Box, alle sind an der Box und wir übernehmen hier wieder die Führung. Teamkollege ist auch an der Box, Lewis hat jetzt in dieser einen Runde, dadurch, dass er gegen den Haas kämpfen musste, über eine Sekunde wieder ja, drauf gerechnet bekommen, aber das ja, tut sich so ein bisschen einrangen. Der ist im ersten Sektor feilschnell. Dafür verliert er aber alles, was er im ersten gewinnt, plus 5 Zehntel im dritten Sektor wieder. Mittelsektor sind wir ähnlich stark, das sind ja nur 2 Kurven, also da kannst du auch jetzt nicht viel, viel mehr schlecht machen. Hier spät eingelenkt, ein bisschen Zeit liegen lassen, aber es ist gar nicht so einfach, hier das EOS zu managen. Dann natürlich auch noch hier zu achten, dass man nicht zu langsam ist und ja, generell. Albon auf den dritten Platz holt sich die schnellste Rennrunde. Das kann ich wirklich nicht auf mir sitzen lassen und werde hier versuchen, mit ein bisschen ERS-Management mir noch ein bisschen was rauszuholen. 2,2 Sekunden ist Hamilton hinten, also da kann man gut und gern mal eine Sekunde verlieren auf ihn und ich werde trotzdem immer noch in einem guten Abstand, dass er dann nicht unbedingt in Schlagdistanz wäre. Jetzt heißt es aber mal ein bisschen ERS sparen, 6 Runden sind es noch zu gehen und ich hoffe, ihr seid mit dabei hier. Gasly jetzt wieder. Was ist das denn bitte für einen Top 5? Ich meine, ich und Hamilton, okay. Aber Albon, Gasly, ein Aston Martin, gut, es ist Leclerc, aber ein Aston Martin oder Ricciardo im Racing Bull. Es ist wirklich weird. Jetzt versuchen wir das Ganze mit dem Management. Wir gehen mal auf Mittel und schauen mal, was im Reifen noch drinnen ist. Ich meine, Albon hat es auch geschafft, nochmal eine Zehntel schneller zu sein als wir. Also da ist bestimmt noch ein bisschen Zeit im Reifen hier dann komplett auf aus. Und da haben wir schon mal 40% auf ERS-Basis. Wir blicken noch einmal auf die Replay. Hier in Runde 11 sind wir gegen die Mauer geditcht. Ja, under pressure, da passieren Fehler, die kannst du dir gar nicht denken. Und ja, tatsächlich ist uns das Ganze auch hier in Runde 11 etwas öfters passiert. Das sind halt, ja, diese weißen Reifen, ja, da waren wir auch nicht ganz on point. Und beim Rausbeschleunigen aus der Haarnadel waren wir da wirklich nah an den Mauern immer wieder dran. Hier ebenfalls in Runde 11. Also eine ganz, ganz heikle Runde. Das war auch genau jene Runde, die ja
dafür verantwortlich war, dass wir ein paar Zehntelchen verloren haben. Runde 12, hier die Innenkurbs und da waren Schlenker drinnen und wir sind jetzt mitten im schnellsten Rennrundenversuch. Ein bisschen den Scheitel verpasst hier in dieser letzten Schikane, doch trotzdem hat es für Purple im Mittelsektor gereicht. Wird es auch am Ende der Runde hier für die schnellste Rennrunde reichen. Jetzt über die Ziellinie und es ist eine neue Bestzeit. Eine 1:31.9, es hat funktioniert und wir haben 4 Sekunden Vorsprung zu Lewis Hamilton, der ja wirklich schon unser nächster Verfolger ist im heutigen Rennen. Ich bin mehr als zufrieden, das heutige Rennen ist eine quasi Machtdemonstration, aber diese Strecke liegt uns halt wirklich am besten. Von allen Strecken wusste ich genau, dass diese Strecke hier am besten wird. Wir sind mittlerweile in Runde Nummer 16. Lewis Hamilton ist um einen stabilen Rückstand von 4,3. Oh, Fernando ist ausgeschieden. Und Albon, der hält sich da auch wirklich sehr gut, auch wenn er nur 13. Vor Gasly ist. Und das wird sich vielleicht auf der Geraden noch einmal ändern. Hier Runde Nummer 12. Da sehen wir noch einmal einen vermutlichen Rutscher. Ebenfalls in Runde 15. Ich glaube, da haben wir uns verbremst. Oder gab es eine Mauerberührung tatsächlich? Auf der Geraden, ja, da sehen wir auch Hamilton hinten kommen. Das sind coole Aufnahmen hier, dass man da wirklich den Abstand sieht, der nicht allzu groß mehr war da. 4,3 Sekunden, wir sind mittlerweile in der letzten Runde. Ich habe es noch einmal versucht mit der schnellsten Rennrunde. Einen persönlichen besten ersten Sektor, da war auch noch ein bisschen Zeit, das wusste ich. Und hier noch einmal kurz ein bisschen das ERS durchverbrannt. Aber das wird jetzt nicht unbedingt reichen, um uns dann nochmal deutlich zu verbessern. Nein. Okay. Da haben wir Zeit liegen lassen, enorm. Zweimal, ich habe nämlich auch vorhin beim schnellen Versuch ebenfalls in der Kurve ein Problem. Also da wirklich, wenn du 5 Meter zu spät bremst, wie kommst du da? Morgen! Fuck, Leute, wir haben eine 3-Sekunden-Strafe bekommen. Jetzt heißt es zitternd, dass es für den Sieg gereicht hat. Hat das gereicht? Ich meine, es waren um die 4 Sekunden. War der Ditcher gegen die Mauer? Doch, Leute, es hat gereicht für den Sieg. Noch einmal Krimi durch eine unnötige 3-Sekunden-Strafe in der letzten Kurve. Ich glaube, einmal habe ich es hier kassiert und einmal tatsächlich auch in der Sphere-Kurve. Die karierte Flagge weht und die Fans jubeln. Las Vegas hat einen Champion. Der Strip wurde erobert. Der Rennsieg und die schnellste Rennrunde zeigen heute, wie dominant diese Leistung war. Tempo und Reifenverschleiß waren kein Problem, das haben wir gesehen. Dominanz vom Start bis zum Ziel, das müssen die anderen erstmal schaffen. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Was für ein toller Sieg, Leute. Die 3-Sekunden-Strafe hat es dann nochmal unnötig spannend gemacht. Wir waren 2 Zehntel schneller als Albon. Also das ist wirklich auch eine enge Kiste, dass dies da war. Und Max Verstappen wurde tatsächlich nur 11. und holt keinen einzigen Punkt. Das heißt, wir machen 25 Zähler auf den amtierenden Weltmeister gut. Piastri wurde tatsächlich nur 16., was gar keine Punkte wieder gibt. Konstrukteurs-WM sind wir jetzt immer noch auf dem 4. Platz, aber mit gut Vorsprung auf Aston Martin und vor allem auch auf die Mercedes geholt. Wobei man sagen muss, die fahren halt mit je 2 Autos. Alter, McLaren ist schlecht. Und in der WM sind wir nur noch 24 Punkte hinten. Noch so ein Wochenende, wir wären WM-Führender. Aber wir wissen halt auch, es gibt nur noch ein Rennen und das wird, ja, ein interessantes werden. In Katar gibt es zwar noch einmal doppelte Chance auf Punkte, aber auch natürlich eine Umgebung, die das Ganze noch viel schwieriger macht. Also, seid unbedingt morgen und übermorgen dabei, wenn es dann heißt, Saisonfinale Number 2. Wir werden auf jeden Fall in Katar noch einmal alles versuchen, um den Titel an uns zu reißen. Zweitplatzierter wären wir schon einmal, aber 24 Punkte bei möglichen 36, 37 Punkten,
Das wird wirklich eine Challenge. Da müssen wir auf den DNF von Max Verstappen hoffen. Ich hoffe, ihr seid morgen und übermorgen wieder dabei. Auch der Motor wird ein Riesenproblem werden, denn den dürfen wir nicht mehr austauschen. Und schaut gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.